So, wir befinden uns wieder in unserem Run-Through von Zelda Ocarina of Time. Ihr seht, wir starten nicht da, wo wir letztes Mal gespeichert haben. Das ist aber vollständig normal. Das liegt daran, dass es nur einige Spawn-Punkte in diesem Spiel gibt. Je nachdem, wo man auch schon war und sowas. Und wenn ich jetzt speichere, dann werde ich an so einen Spawn-Punkt zurückgesetzt. Aber die Items und alles, was ich bis dahin gemacht habe, behalte ich halt. Auch die Rubine, die ich gesammelt habe und so. Das heißt, ich muss nur zu dem Ort wieder hinlaufen, wo ich zuletzt gespeichert habe. Aber bis dahin habe ich alles. Also keine Sorge, Leute. Wir haben nicht alles verloren von gestern. So, wir machen quasi da weiter. Und ich habe richtig Bock gerade auf Zelda Ocarina of Time. Oh, diese hylianische Steppe im Dunkeln und dann kam da immer diese Skelette aus dem Boden. Das fand ich schon ziemlich creepy als Kind, muss ich sagen. Hey, sagt Navi. Ich fand Navi nie nervig. Nie. Voll viele Memes und so gibt es davon, dass Leute Navi voll nervig fanden. Ich fand Navi immer niedlich. Die Fee, die so um den Kopf rumschwebt und manchmal... Macht. Fand ich niedlich. Ich war auch voll traurig. Ich spoiler's jetzt nicht. Vielleicht haben ja Leute noch nicht das Spiel zu Ende gespielt. Ich spoiler's jetzt nicht. Ihr werdet es sehen, wenn das Spiel zu Ende ist, was passiert. Ich fand's traurig auf jeden Fall. Möchte auch Switch spielen, aber hab gerade so viele Spiele, die ich spielen könnte, dass ich überfordert bin. Lensaya, tatsächlich haben wir ganz viele Spiele hier, die ich noch nie gespielt habe. Die wir aber hier haben. Zum Beispiel Zelda Tears of the Kingdom. Ich habe noch irgendein Super Mario Spiel hier, was ich noch nie gespielt habe. Ich habe noch Paper Mario hier, habe ich nie gespielt. Ich habe noch ein Super Mario Spiel hier, wo ich schon wieder den Titel nicht genau weiß, was ich aber auch noch nie gespielt habe. Blub. Es gibt unterschiedliche Spiele. Da ist eine goldene Skulltula, die holen wir uns mal eben. Ja. Blub. Also es gibt ganz unterschiedliche Spiele, die ich alle noch nie gespielt habe, die ich aber alle hier habe und die ich irgendwie nicht anfange, weil ich damit Probleme habe, neue Spiele anzufangen. Es ist wirklich für mich ein riesiges Problem, Spiele neu anzufangen. Also das heißt, mich auf eine neue Welt einzulassen, mich auf neue Spielmechaniken einzulassen und so weiter. Das finde ich schwierig. Und bei vielen Spielen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das kennt. Ich mag viele Spiele so ungefähr bis zum ersten Drittel, bis zur Hälfte. Weil Spiele werden mit der Zeit meistens immer komplizierter. Es kommen immer mehr Funktionen dazu und so weiter. Und solange die Spiele noch recht simpel sind, das heißt, es gibt nur einige wenige Techniken, die man hat vielleicht nur einige wenige Waffen und so weiter, mag ich die Spiele eigentlich recht gerne. Wenn die Spiele dann aber sehr kompliziert werden mit der Zeit, dann überfordern mich die Spiele und dann breche ich sie auch manchmal ab. Ja. Zum Beispiel habe ich als Kind, als kleineres Kind noch, da war ich so 9, 10, 11 Jahre, muss ich so gewesen sein, habe ich immer Zelda Ocarina of Time, aber nur als Kind gespielt. Also nur bis man groß wird. Also die ersten drei Tempel, weil danach war mir das Spiel zu kompliziert. Das habe ich erst viel später dann angefangen, komplett durchzuspielen. Aber danach wurde es mir zu kompliziert, weil es dann noch Tempel gab mit so Schlüsseln und was nicht alles. Es war mir zu kompliziert. Blub. Ja, also schreiben einige Leute rein, dass denen das so geht, dass die Spiele... Also ich mag eigentlich simple Spiele, deswegen mag ich ja übrigens Pokémon. Weil Pokémon ist eigentlich per se nicht kompliziert. Ja, die Pokémon werden stärker, sie erlernen mehr Attacken und so, aber das Prinzip bleibt von Anfang bis Ende fast identisch. Also, das Pokémon kann maximal 4 Attacken haben, die Kämpfe laufen quasi immer gleich ab und so. Also, ich bin da sehr fein mit Pokémon. Okay, es gibt Leute, die sagen, dass sie das ähnlich sehen. Ja, das, was gerade hier Fafuzu geschrieben hat, die meisten Spiele, die auf den Markt kommen, überfordern mich auch. Genau das gleiche habe ich auch. Viele Spiele sind mittlerweile so komplex und es gibt so viele versteckte Sachen und die Welten sind teilweise so groß. Also Zelda Breath of the Wild habe ich gespielt zum Beispiel und das fand ich ja jetzt prinzipiell erstmal nicht schlecht. Ist ein cooles Spiel, ja.
Aber ich fand die Welt gleichzeitig beeindruckend und zu groß. Also ich fand sie halt so groß, dass ich sie so imposant fand, dass ich gar nicht mehr den Spaß hatte, jeden Winkel zu erkunden. Es war mir schon fast zu groß. Blub. Jesse, das kann natürlich mit den Depressionen zu tun haben. Ich habe auch Depressionen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch mit Depressionen zu tun. Das kann sein. Also ich habe das immer eher so bei mir am Autismus festgemacht, was das Problem sein könnte. Halt Komplexität und Abläufe lernen und Abläufe merken. Das sind halt Probleme, die ich wegen meinem prozeduralen und episodischen Gedächtnis habe. Und weil ich halt auch länger brauche, Sachen zu verstehen. Also, das geht ja nicht allen autistischen Menschen so. Das ist ja jetzt ein Erfahrungsbericht von mir. Aber ich persönlich habe ja Probleme damit, schnell Sachen zu verstehen, die neu sind. Ich brauche ja immer ein bisschen länger. Auch wenn man das vielleicht nicht so glaubt, weil, ja, ich bin ja Wissenschaftler und ich bin ja auch eigentlich recht intelligent. Ja, aber trotzdem brauche ich immer eine gewisse Zeit, um neue Sachen zu verstehen. Also, falls ihr auch länger braucht, um bestimmte Sachen zu verstehen, macht euch keine Sorge. Das heißt nicht unbedingt, dass ihr nicht intelligent seid oder so. Ihr könnt super intelligent sein und trotzdem mal für was Neues länger brauchen. Also, zum Beispiel, auch selbst in meinem Spezialinteresse für neue statistische Methoden brauche ich teilweise länger als einige Kolleginnen und Kollegen von mir. Dafür bin ich dann aber sehr ambitioniert. Das heißt, ich recherchiere sehr lange und lese sehr viel. Und wenn ich es dann einmal verstanden habe, dann habe ich es auch wirklich verstanden. Und dann kann ich es auch häufig sogar anwenden in der Wissenschaftspraxis, was ich da getan habe. Und da mache ich manchmal dann auch Dinge, die andere Leute halt nicht machen würden. Was ja schon für eine gewisse Intelligenz spricht. Also, nur weil ihr mal für irgendwas länger braucht oder so, macht euch keine Sorgen und denkt nicht irgendwie, dass ihr doof seid oder sowas. Ihr seid trotzdem ganz wertvolle und wahrscheinlich auch sehr intelligente Menschen. Oh, jetzt haben aber viele Leute viel geschrieben. Mir ist gerade ein Glas auf den Boden gefallen, aber es ist nicht zerbrochen. Entweder Glitch in der Matrix oder viel Glück gehabt, Einhorn. Ich finde selten Spiele, die ich wirklich mag. Das meiste ist mir zu komplex, weil ich währenddessen Hörspiel und Musik hören will. Kann ich teilweise nachvollziehen. Also ich spiele halt auch gerne Pokémon-Brüten und gucke mir nebenbei zum Beispiel irgendwelche YouTube-Videos an oder so. Also das mache ich halt auch gerne. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das ADHS, wenn man ADHS nebenbei hat, dass das noch anstrengender sein könnte, weil man da vielleicht noch mehr Reize haben will. Aber ich habe ja kein ADHS, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich kann das nur mir vorstellen, dass das ein Faktor sein könnte. Job, Assassin's Creed Valhalla war mir definitiv zu groß, schreibt Fafuzu, und hat mich überfordert, obwohl ich ein großer Fan der Assassin's Creed-Reihe bin. Kann ich verstehen, habe ich auch so mit Zelda. Würde auch so gern wieder ein MMORPG spielen, weil Ion kaputt gepatcht wurde. Ich weiß nicht, was Ion ist, aber ich hasse es, neu in Spiele zu sein, weil mich das direkt überfordert. Ja, das kann ich verstehen. Jesse Miri schreibt bei mir, kommt es immer auf die Sache an. Magic habe ich relativ schnell verstanden, so wie Schach auch. Ja, ich habe auch Schach prinzipiell verstanden, bin aber sehr, sehr, sehr schlecht in Schach. Okay, ich finde es so schön, dass ihr euch bei mir bedankt und sagt, dass jeder die eigenen Stärken hat. Ja, Jesse, ohne Tessa, ohne Lachsmiley. Okay, habe ich verstanden. Okay, Einhorn schreibt, Krö, bei mir ist das auch so. Früher war es so ich bin halt einfach komisch Gefühl bei mir. Irgendwann kam die ADHS-Diagnose und ich habe mich aus eigenem Interesse so viel mit Autismus auseinandergesetzt. Und nehme mich selbst jetzt ganz anders wahr und habe nun meine Verdachtsdiagnose, Autismus-Spektrum, Störung, ich bin nicht falsch, ich bin richtig, wie ich bin. Yes, yes, genau, du bist richtig, wie du bist. Blub. Lensaya sagt, ich kann gar nicht spielen, ohne den Spielton und die zugehörige Musik spielen. Kann ich teilweise. Blub. Blub. Torben, du spielst Spiele, die dein Freund als Bilder oder Tabellen bezeichnet. Das kenne ich aber ähnlich. Tatsächlich, zum Beispiel ganz früher, die Pokémon-Spiele waren ja auch am Ende viele Tabellen und Bilder. Also das mochte ich auch, Pokémon Rot-Blau und sowas. Blub. Oh, er schreibt gerade echt viel rein. Ich komme gar nicht so richtig hinterher. Ich finde es aber schön, wie aktiv ihr seid, Leute.
Joe Krelle. Hallo aus dem Lurk. Ich glaube, das bedeutet, das Wort habe ich vor kurzem gelernt. Ich glaube, das heißt, dass man passiv zuschaut, oder? Mir geht's auch so, wenn ich neue Sachen lerne. Bei der Arbeit zum Beispiel, ich brauche länger bei der Einarbeitung, aber mache die Sachen besser bzw. sorgfältiger als die Kollegen. Ja, sowas kenne ich auch so ungefähr, dass ich Sachen dann sehr sorgfältig mache, vielleicht manchmal auch hier und da länger brauche, aber ich mag es auch repetitiv Sachen zu machen. Das heißt, immer wieder die gleichen Sachen zu machen. Dadurch werde ich dann irgendwann aber auch in den Sachen sehr zügig. Zum Beispiel bin ich ja sehr zügig da drin, mittlerweile Publikationen zu schreiben oder bestimmte Art von Datenauswertungen zu machen. Da bin ich echt richtig schnell geworden, was nur daran liegt, dass ich es einfach enorm oft gemacht habe. Andere wären wahrscheinlich genervt, weil sie die Sachen schon so oft gemacht haben und würden sagen, oh, immer das Gleiche. Aber ich finde das geil. Also für mich ist halt Wiederholung ein großer Spaß. Ja, Denkwelle, ich mag auch eine gewisse Überschaubarkeit, auch in Spielen. Also es darf halt nicht zu komplex sein. Ich mag dieses, es darf nicht zu schwer und nicht zu einfach sein, so ausgewogen halt. Aber das ist natürlich auch für jede Person anders. Und ich merke, dass viele neurotypische Personen es anscheinend anders wahrnehmen, wenn etwas komplex ist. Also dass die zum Beispiel mit Breath of the Wild oder so mit Zelda spielen viel besser klarkommen, wenn die da plötzlich in der großen Welt sind, weil die irgendwie, glaube ich, in der Lage sind, also das ist aber nur meine Vermutung, bestimmte Dinge, die für sie nicht von Relevanz sind, auszublenden. Ich nehme aber jedes Detail wahr und weiß dann nicht, was ist wichtig, was ist unwichtig. Deswegen mag ich zum Beispiel die Hylianische Steppe hier bei Zelda Ocarina of Time. Da sagen viele, die ist so leer. Finde ich gar nicht. Ich finde die genau richtig. Da sind halt Sachen drin. Ja, schön. Oh, Neuropsycho, das finde ich cool, dass du es geschafft hast, einen Termin für die Diagnostik zu machen. Also das war bestimmt nicht einfach, also ich kann mir das vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, diese ganzen Prozesse durchzustehen und auch dann vielleicht mit anderen Leuten zu sprechen und denen zu erklären, was eigentlich ist und sowas. Also höchsten Respekt, dass du das geschafft hast. Für mich muss das immer meine Frau machen, weil ich krieg das gar nicht hin. Aber echt cool. Ja, Feier, so. Da zocke ich wieder Zelda. Ist richtig. Den Chat kann man auch langsamer stellen. Ja, mir geht's ja gar nicht darum, dass der Chat langsamer unbedingt ist. Mir geht's ja darum, dass ich möglichst auf alle eure Kommentare eingehe einfach. Und die kommen halt so, wie sie kommen. Und das finde ich auch in Ordnung. Aber danke für deinen Tipp, Jesse. Ah, Lensaya, dein Freund sagt, du spielst Einstellungen. Du musst immer alles so einstellen und vorbereiten, dass es hinterher dich nicht mehr stört. Tatsächlich bin ich auch immer ganz viel dabei, Sachen zu optimieren. Zum Beispiel, ich arbeite ja mit Citavi. Das ist ein Literaturverwaltungsprogramm. Und das habe ich so eingestellt und so perfektioniert für mich, dass das halt perfekt ist. Ich kann damit jetzt auch echt zügig arbeiten, weil ich das halt für mich optimiert eingestellt habe. Das heißt, ich kann da sehr schnell Literatur einpflegen, weiß genau, wie ich die Sachen dort hinterlegen muss, dass ich auch wieder später was wiederfinde und so weiter. Ich habe da auch Listen gemacht, weil ich vergesse halt solche Prozesse. Ich habe Listen, also in Form von Dokumenten gemacht auf dem PC, wo ich zum Beispiel so Handlungsabläufe skizziert habe. Also erst das Dokument einpflegen, dann dies hinterlegen, dann das überprüfen und so weiter. Dadurch bin ich jetzt aber echt zügig geworden. Optimieren? Sachen optimieren mag ich echt gerne. Ja, Jesse, stimmt. Zu einfach wäre auch teilweise Unterforderung. Wobei Pokémon-Brüten immer nur im Kreis fahren schon sehr einfach ist. Und ich das sehr, sehr gerne mag. Also manchmal mag ich auch so gesehen No-Brainer. Ah, Tom, du kannst auch nicht so gut Open World spielen. Bei mir ist das so eine Sache, ich mag eigentlich Open World. Ich mag das, dass alles erkundbar ist und so, aber gleichzeitig bin ich dann damit überfordert, dass es so frei ist. So, wir holen uns jetzt hier gerade Eponas Song, also Eponas Lied, damit wir später, wenn wir erwachsen sind, Epona, also das Pferd hier uns holen können.
Das ist halt wichtig. Also das mache ich eigentlich immer, weil ich finde das ganz schön so, durch die Hylianische Steppe zu reiten mit dem Pferd. Ich mache auch die ganze Zeit jede Nebenquest, sagt Linsaya in Spielen, die genau vor mir aufploppt und dann kommen Freunde von mir und waschen durch das Spiel mit nur den Hauptquests, aber das ist das Problem, warum ich Spiele mit anderen nicht genießen kann. Ja, das kann ich verstehen. Also ich könnte ja jetzt hier auch ja nur die Hauptquests machen. Also nur die Hauptquests. Das macht mir aber auch keinen Spaß. Ich mache aber auch nicht jede Nebenquest, weil einige Nebenquests finde ich kompliziert oder gar nicht so schön. Ich habe so eine Art des Spielens, was ich für mich in Ordnung finde. Also das heißt, die Hauptquests natürlich und eine Auswahl an Nebenquests. Das finde ich schön. Ah, Denkwelle, du spielst auch zum Beispiel immer die gleichen Klavierstücke. Findest du auch null langweilig. Ja, kann ich voll verstehen. Ah, Jesse, du hast das auch bei Citavi so gemacht wie ich. Cool. Das ist der Jessimiert. Das ist ein cooler Begriff. Die Community und Jessimiert. Ich liebe auch Listen und Optimierung. Listen. Listen, nicht Listen. Listen. Ja. Ja. Okay, Tom. Ciao, ciao. Ja, okay, Lensaya, du meinst doch nicht jede Nebenquest. Das wäre übertrieben ausgedrückt. Okay, ich hab's halt wörtlich genommen. Ich dachte halt wirklich, jede Nebenquest. Okay, die Quest, die auch nicht so zu schwer für dich sind. Okay, dann spielen wir wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, ich hab's aber wörtlich genommen. Ich neige ja dazu, Sachen wörtlich zu nehmen. Also wenn jemand sagt, alles, dann denke ich halt wirklich jede und alle. Ja. Obwohl die meisten, glaube ich, meinen das wirklich nicht so. Juhu, ein Herzteil! Zwei Herzteile habe ich schon. Wenn man vier Herzteile hat, bekommt man ein neues Herz, dann stirbt man nicht so schnell. Was ja ganz schön ist, weil wir dürfen ja kein Game Over kriegen, haben wir ausgemacht. Die Stelle kennt man eventuell aus einem anderen Let's Play. Weiß ich nicht. Ich selber gucke ja fast keine Let's Plays. Also, ich gucke ja auch fast keine Lernvideos, interessanterweise. Aber ich habe ja viele Lernvideos in der Vergangenheit gemacht. Das ist immer so ein Ding. Nur weil ich zum Beispiel selbst bestimmte Sachen gerne mache, heißt das nicht, dass ich auch viel aus der anderen Perspektive tue. Also, ich gucke wirklich nicht viele Let's Plays. Ab und zu mal nebenbei, aber wenig. Tatsächlich guckt meine Frau eher Let's Plays und manchmal gucke ich es dann halt quasi mit, aber nicht aktiv. Ich bin eher der, der dann selber spielt und erkundet. Jetzt habe ich Reis, veganen Linseneintopf und Krö am Start. Mehr brauche ich nicht. Einhorn, das ist süß von dir, dass du das so sagst. Die Kombi klingt gewöhnungsbedürftig, oder? Reis, veganer Linseneintopf und Krö. Ich weiß noch nicht, wie das zusammenpasst, aber wenn du das gut findest so in der Kombi, top. Feier so. Als Neurotypist finde ich Open-World-Spiele momentan zu langweilig und zu aufgabenlastig. Denn nach der Arbeit finde ich Spiele besser, die sich nicht so anfühlen, als ob sie meine Zeit verschwenden. Feier so. Das ist aber sehr direkt und kompakt auf den Punkt ausgedrückt. Vielen Dank für diesen Beitrag und diese andere Perspektive. Vielen Dank, weil ich kann natürlich immer nur aus meiner Perspektive sprechen. Und wenn ich sage, neurotypische Menschen dies, neurotypische Menschen das, dann kann ich natürlich gar nicht für die wirklich sprechen, sondern das sind nur meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Kann natürlich auch sein, dass ich neurotypische Menschen vollkommen falsch wahrnehme. Auch ist es schwer, neurotypische Menschen einfach so zu verallgemeinern, ne? Also, weil jeder neurotypische Mensch ist natürlich am Ende auch individuell. Oh, Joe Quelle, danke fürs Abo. Ich weiß gar nicht. Da ist aufgeblinkt. Guckt, das passiert, wenn man mich abonniert. Dann kommt ein 16-jähriger Krö mit Schleife auf den Kopf. Super. Jesse Miri mag Let's Plays nicht so. Aber du magst schon hier sein, oder Jesse? Ich mag, dass du hier bist.
Ja, sagt Jesse, das finde ich gut. Okay. Krö mit Schleife auf dem Kopf ist schon sehr cute, glaube ich. Oh, meine Frau saugt oben anscheinend die Decke. Weißlichtmilben und so. Habt ihr schon mal wieder eure Decke gesaugt, Leute? Sonst bilden sich ja viele Weißlichtmilben. Ja, meine Frau saugt offenbar die Decke gerade. Das hört sich zumindest so an. Ah, die Weißlichtmilben sind deine Freunde. Okay. Lean Frogok, das ist total süß, dass du das sagst, dass du meine Stimme schön zum Existieren und angenehm zum Existieren findest. Guckt euch mal das an. Das fand ich als Kind so cool. Ich fand es so cool. Ich spiele jetzt hier Salias Lied, was ja recht fröhlich ist. Und jetzt dieser harte Goron fängt jetzt so an zu tanzen. Ich fand das so mega. Wie der abgeht. So da 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 da. Ich fand das so klasse, wie der sich freut, wenn er das Lied gehört hat. Das hat mich als Kind super geflasht, als ich das erste Mal gesehen habe. Damit hatte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Und der nur so, come on, come on, come on. Ja, stimmt, Jesse. Let's Plays und live dabei sein, also so Let's Plays, quasi Videos on Demand oder halt live dabei sein, ist nochmal ein Unterschied. Das stimmt, das macht ja auch einen Unterschied mit der Interaktion. Und hier lernt man doch immer was im Live. Danke, Jesse, genau da, so ist es ja hier konzipiert, mein Live. Es soll ja darum gehen, über Autismus, ADHS, Lernstörungen und ähnliche Sachen aufzuklären. Also es sind ja quasi Lernvideos, angereichert durch ein Let's Play, was nebenbei läuft, was dann auch nochmal andere Leute erreicht, das Ganze auflockert und so weiter. Also genau so soll es sein, Jesse. Das ist eine schöne Sache, das so wirkt auch. Ach ja, die guten Weißlichtmilben. Yes, yes. Ah, Jakob, du hast extra einen Anti-Schwerkraft-Saugroboter, der bei dir die Decke saugt. Also Leute, für alle, die das mit den Weißlichtmilben nicht mitbekommen haben, das ist Sarkasmus. Das ist ein Witz von Levi auf TikTok gewesen. Das ist Quatsch. Es gibt keine Weißlichtmilben, meiner Kenntnis nach. Ich sag meiner Kenntnis nach, weil am Ende kommt mal irgendwann in ein paar Jahren ein Forscher um die Ecke und hat Weißlichtmilben gefunden. Ja. Kann natürlich passieren. Am Ende auf einmal, es gibt wirklich Weißlichtmilben, die an den Decken leben. Was wäre das für ein Twist, Leute? Was wäre das für ein Twist? Ah, was trinken. Okay, danke Svea. Danke für die Trinkerinnerung. Ist schon wichtig. Wenn man so viel quatscht wie ich, da muss man auch ab und zu was trinken. Yes, yes. Okay, ich versuche jetzt hier mit dem Rückwärtssalto runterzuspringen. Und hoffe... Ja, es hat geklappt. Dadurch habe ich jetzt hier ein Herzteil. Seht ihr? Voll cool, oder? Okay. Okay, The Squish Gangs schreibt, ich bleibe noch ein bisschen im Hintergrund, bevor ich ganz verschwinde. Ich bin auf einen 40. Geburtstag eingeladen und muss mich noch ein bisschen mental darauf einstellen, meine Motivation letztlich in Grenzen. Okay, also ich würde zu so einem Geburtstag gar nicht gehen, muss ich ehrlich sagen. Das wäre mir viel zu viel. Aber Respekt, dass du dich das wagst. Das wird bestimmt heavy, aber gut, dass du dich vorbereitest und so mit einer Taktik fährst, damit das für dich machbar ist. Cool. Ja, Jesse und der
Und der Forscher, der dann die Weißlichtmilben entdeckt, der sagt, nur Echsenmenschen müssen sich vor Weißlichtmilben in Acht nehmen. Das wäre so funny. Blubblub. Okay, Jakob, wenn du mal eine neue Milbenart entdeckst, nennst du sie Weißlichtmilben. Gibt es denn überhaupt eine Wahrscheinlichkeit, dass du je sowas entdecken wirst, Jakob? Zack, bumm. So. Komm, wachs nach. Okay, gut. Und weglaufen. So, was ist hier drin? Ah, oh, nur so ein Stein. Alle 2 Minuten was schreiben können, ist irgendwie schade. Verstehe ich gerade nicht, Lensaya. Kannst du mir das einmal erklären? Alle 2 Minuten was schreiben können? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was das mit den 2 Minuten auf sich hat. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Kann man nur irgendwie in gewissen Abständen schreiben oder sowas? Das müsste ich dann irgendwie umstellen, wüsste aber nicht wie und ich wüsste gar nicht, wie ich das eingestellt habe. Ich, die am Anfang dachte, dass das mit den Weißlichtmilben ernst gemeint war, als es aufkam. Ja. Kann ich aber relaten. Der Stream ist im Slow-Chat-Modus. Ach so. Aha. Okay. Wartet. Der ist jetzt deaktiviert. Jesse konnte es ändern. Okay. Alles klar, wir sind nicht mehr im Slow-Chat-Modus. Ist jetzt raus. Wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum war das so? Hatte ich das eingestellt? Hallo, Schlaber. Ich kann dich nicht hören. Ich habe das Ding auf. Was sagst du? Jetzt gerade gar nicht. Nein. Ich hatte hier irgendwie einen Slow-Modus aktiviert im Chat. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Hallo Schnaber, schreibt der Chat. Ah, weil so viele Nachrichten kamen, hat Jesse das gemacht. Okay, das kann gut sein. Ja, dann danke Jesse, dass du das zeitweise hattest. Wir hatten ja sehr viele Nachrichten, so kam ich ein bisschen hinterher. Wenn viel geschrieben wird, bitte erst mit 30 Sekunden Slow Chat anfangen. Okay, alles klar. Ich habe halt keine Ahnung von diesem Slow Chat und sowas. Okay, Feier, so. Du musst gleich los. Ich glaube, ich weiß sogar, wo du hin musst. Bin ich jetzt an der Feuerquelle vorbeigelaufen? Hä? Da ist die. So. Jetzt kann ich hier... So. Und so. Und... So. Ja. Hat geklappt. Guckt. So. Gut. Was macht dein Kopf? Verstehe ich gerade nicht. Was soll der machen? Ah, darum geht's in der Frage. Alles klar. Geht deutlich besser. Also ich verspüre gerade keine Kopfschmerzen und keinen Schwindel. Ich dachte kurz, was soll der tun, der Kopf?
Yes, yes. Der angeschlossene Klopf. Klopf. Okay, Jesse. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Wir machen auch nicht mehr so unendlich lange. Ich mache den Tempel noch zu Ende. Und dann mache ich auch erstmal wieder aus. Aber der Tempel ist ja noch ein bisschen. Wir sind ja gerade erst rein. Also da ist ja noch gar nicht zu Ende. Also. Ich habe mir gestern ein Memory Form Nackenkissen gekauft. Mein Nacken findet das sehr toll und das Kissen ist schön hellblau. Ich weiß nicht, was das ist, Lean Frogok. Also ich habe gar keine Ahnung, was ein Memory Form Nackenkissen ist. Wahrscheinlich habe ich den Begriff schon mal gehört, aber kann mir darunter jetzt gar nichts vorstellen. Ich mache mir da halt Gedanken gerade drüber, wie das aussehen könnte. Wahrscheinlich ist das ein Nackenkissen, irgendwas, was man sich in den Nacken tut. Okay, Joe Quelle kriegt davon Nackenschmerzen sogar. Interessant. Memory Form behält prinzipiell die Form deines Nackens bei, wenn du deinen Kopf draufgelegt hast. Interessant. Wie verhält sich das, wenn ich mich wende und drehe auf dem Kissen? Weil dann müsste sich das ja auch wieder umformen. Tut es das oder tut es das nicht? Also wie reagiert denn sowas, wenn ich mich dann bewege? Aha, es formt in seine ursprüngliche Form zurück. Okay. Verzögert. Okay. Ich habe halt Squishmallows. Für meinen Nacken und alles. Also, wir haben halt das ganze Sofa voll damit. Und wir benutzen die quasi als Kissen. Im Rücken. Im Nacken. Hinterm Kopf. An den Seiten, um die Arme drauf zu legen. Also, ich bade quasi in Squishmallows. Ich finde das sehr schön. Also ich mag halt Squishmallows, Leute. Ich bin der Squishmallow-Freund. So, was ist da jetzt drin? 20 Rubine. Klasse. Okay, jetzt muss ich wieder die Bombe da so hinwerfen, dass das hinhaut. Hat nicht geklappt. Hier bin ich schon manchmal dran verzweifelt. Weil man muss hier so werfen, dass das halt funktioniert. Ich bin schlecht in Timing. So. Gucken wir mal jetzt. Ich muss noch ein bisschen länger, glaube ich, halten. Oh, die ist da liegen geblieben. Das hat ja genau gepasst. Crazy. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Die ist einfach da liegen geblieben. Super. Genauso muss es sein. Dir tun Squishies leid, wenn du sie als Kopfkissen benutzt. Ich denke, das ist deren Lebensaufgabe. Ich denke, die sind dann sehr glücklich, weil die ihrer Aufgabe gerecht werden. Ach, ich liebe meine Squishies. Ich habe ja tatsächlich auch ganz viele Squishies im Bett liegen. Ich liebe meine Squishies. So, komm, wie heißen die hier eigentlich, diese Dinos? Sind das eigentlich Dinos? Ritter-Dinos? Oder was sind das eigentlich? So, wie heißen die? Lizalfos. Lizalfos, okay, keine Ahnung. Oder Lizalfos, also wie Lizards. Dann sind das auf jeden Fall Echsen, okay. Okay, du denkst, Lensaya, die Lebensaufgabe von Squishies ist es, gekuschelt zu werden und süß auszusehen. Also süß aussehen tun sie auf jeden Fall. Also zumindest die meisten. Es gibt auch ein paar Squishies, die finde ich nicht so geil, aber Squishies sind schon insgesamt überwiegend tolle Dinge. Finde ich zumindest. Also ich habe keine Werbekooperation mit Squishmallows.
Leute. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier irgendwie versteckte Werbung mache und dann daran profitiere oder so. Das ist nicht der Fall. Okay, Ina, dein Squishmallow, die Banane, will dein Rückenkissen sein. Das ist eine gewagte Interpretation wahrscheinlich vom Innenleben deines Squishmallows. Aber kann natürlich sein. Ah! Oh, fast bin ich daneben gelaufen. Wie konnte das denn passieren? Ah, ich liebe es, diesen N64-Switch-Controller zu haben. Damit klappt das so gut. So, die Bombentasche habe ich jetzt. So, Bombentasche. Kröhe, hast du eigentlich bestimmte Farben, die du magst? Ja, tatsächlich. Ich mag sehr gerne grün. Also, so grün halt. Grün ist auch, würde ich so behaupten, meine Lieblingsfarbe. Ich mag aber auch ein paar andere Farben. Zum Beispiel mag ich schwarz und rot in Kombination. Also rot alleine, schwarz alleine ist auch okay, aber schwarz-rot in der Kombination, zum Beispiel ein schwarzes Hemd, eine schwarze Hose und ein rotes Hemd. Das finde ich cool. Also diese Kombi mag ich gerne. Ansonsten mag ich mag auch lila. Also ein kräftiges Lila. So ein ganz kräftiges. Auch das finde ich ganz cool. Aber da bin ich ein bisschen wählerischer als bei Grün zum Beispiel. Einhorn, du hattest mal grüne Haare. Cool. Also ich hatte auch mal meine Haare grünlich gefärbt. Das war damals, als ich halt noch in meiner Punkzeit war, so mit 15, 16. Das war aber weniger gefärbt, das war mit so einer Spraydose. Ja, aber regelmäßig. Also täglich fast. Mintgrün am liebsten. Mintgrün müsste ich googeln. Ich bin ein Farbbanause. Unter konkret Mintgrün kann ich mir jetzt ad hoc nichts vorstellen. Muss ich gesehen haben. So. Und ich habe einen neuen kleinen grünen Matcha-Tee-Squishy. Matcha-Tee-Squishy, das klingt cool. Der macht mich richtig glücklich, wenn ich über ihn streiche, weil er sich so schön anfühlt. Ja, sowas mag ich auch. Ich mag ja vor allem so Riffel-Squishies, also die so eine Riffelstruktur haben, am Bauch vor allem. Weil ich liebe die Riffelstruktur einfach. Ich finde die so beruhigend, diese Riffelstruktur. Hier, mein Bum-Bum hier, also das hier ist ja Bum-Bum-Bum-Bum. Aber das hier ist ja Schnucki. Schnucki hat hier auch eine Riffelstruktur am Bauch. Und auch hier so ein Schneckenhaus ist auch riffelig. Schnucki liebe ich auch sehr. Schnucki gehört halt zu meinen drei Babys, die ich immer mit mir herumtrage. Oh, den habe ich nicht gesehen. Oder ich war einfach nicht konzentriert genug gerade, weil ich euch Schnucki gezeigt habe. Das mit dem Glücklich habe ich bei der Avocado von Teddy, von der ich dir erzählt habe, Krö. Ah, okay. Cool. Der gute Riffelsong. Ja, Jalil, der gute Riffelsong. Richtig. Riffel, Riffel, Riffel. Yes, yes. Okay, habe ich alles, um hier jetzt gleich Endgegnerkampf zu machen? Müsste aber hinhauen, oder? Weil jetzt gleich kommt Endgegner. Lensaya, wenn du mal auf meinem Kanal nochmal guckst, da gibt's ein Riffellied. Das singe ich. Das ist ganz lustig. Ist schon länger her. Kann ich mal im nächsten Live vielleicht nochmal demonstrieren. Dazu brauche ich aber ein Tutut. Oh no. Na gut. Also mit Tutut singe ich den Riffelsong.
Riffel, 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 Riffel. Tut, tut. Das ist ganz niedlich. Blub. Einige andere finden es sehr verrückt. Ja, aber ich finde es halt ganz niedlich. Solche Lieder singe ich halt, wenn ich mit mir alleine bin. Blub. Ja, Joe, Quelle, wir geben auch sehr viel Geld für Squishies aus. Ja, ich glaube, wir hätten viel mehr Geld, wenn wir einfach nicht die ganzen Squishies die ganze Zeit kaufen würden. Ja, aber so ist das Leben. Andere fahren in Urlaub, ich kaufe mir Squishies. Ein Tutut? Ja, das zeige ich beim nächsten Mal. Ich habe ein Kuscheltier, das habe ich Tutut genannt. Und mit dem singe ich den Tutut, Riffel-Tutut-Song. Ja. Klingt vielleicht ein bisschen strange, ist es auch. Nächstes Mal erinnert mich mal dran, dann kann ich euch den Riffel-Tutut-Song noch zeigen. Dann singe ich euch den einmal vor. Okay, jetzt geht's hier aber mit King Dodongo. So. Und schöner Sprunghieb auf die Nase. Oder in die Fresse. Je nachdem, wie man es interpretiert. So. Und jetzt mach deine Klappe auf, damit ich dir eine Bombe reinwerfen kann. Zack. Und wieder ein Sprunghieb. Zack. Ich hab den gleich schon platt, Leute. So, oh, oh, habe ich die Bombe zu schnell gezogen? So, und rein, das müsste jetzt aber gereicht haben. Müsste jetzt schon platt sein. Gewonnen, das ging aber schnell. Oder um ein Zitat aus meiner Vergangenheit zu bringen, schon wieder gewonnen. Ich stand letztens vor dem Regal und wollte am liebsten alle haben, hatte aber zum Glück nur begrenztes Geld mit. Das ist ein Vorteil. Ich habe ja eine Kreditkarte und kann damit quasi sehr, 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 sehr viel kaufen, weil ich ein unglaubliches Limit habe. Ja, also ich hoffe nur immer, dass ich mich im Zaum halten kann, was ich aber auch halbwegs hinbekomme. Ich will jetzt aber noch gar nicht aufhören. Also, jetzt haben wir wohl King Dodongo besiegt, aber ich mache noch ein bisschen weiter. King Dodongo ist besiegt, alles klar. Aber ich gehe noch kurz auf den Berg und hole mir von der Fee die Magie. Das machen wir noch. Die Fee oben auf dem Berg besuchen und Magie holen. Das können wir noch machen und danach, da kann ich dann in Ruhe abschalten. Ja, aber jetzt möchte ich doch noch eben zur Fee nach oben auf den Berg. Doch, doch. Das passt jetzt noch gut. Ich gehe ungern in Smith Toy Stores, sagt Einhorn. Auf mich wirken diese Läden sehr dunkel und gruselig. Ich habe mich darin so dermaßen unwohl gefühlt. Echt? Also ich mag die eigentlich echt gerne. Aber Wahrnehmung ist ja sehr verschieden. Also ich mag Smith Toys Läden tatsächlich. Aber wie gesagt, Wahrnehmung ist verschieden. Lensaya sagt, ich war im Sommer in einem und... Oh, danke fürs Following! This is mood! Danke! Ich war im Sommer in einem und die Klimaanlage war wohl kaputt. Das war echt unerträglich und musste mich dann schnell für einen Squishy entscheiden. Hatte da aber zum Glück von meinem Freund Unterstützung. Okay. Lean Frogok mag sogar dunklere Läden. Ganz gerne. Die wirken auf Lean Frogok anscheinend einladender. Interessant. So, jetzt haben wir schon hier den zweiten Dungeon erfolgreich abgeschlossen, Leute. Hallihallo, this is Mew. Hallihallo, schön, dass du da bist. Blub. Lensaya, du tust sie mit Entscheidungen treffen ziemlich schwer. Ja, kann ich verstehen in Teilen. Manchmal treffe ich aber auch einfach Entscheidungen, damit der Prozess des Entscheidungstreffens vorbei ist. Also ich mag diese Ungewissheit nicht, wenn also noch nichts feststeht. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es gibt ja diesen Moment, wo man noch keine Entscheidung getroffen hat. Und da ist jetzt ungewiss, was jetzt passiert. Diesen Moment hasse ich extrem. Damit komme ich schwer zurecht. Deswegen treffe ich manchmal Entscheidungen einfach ganz schnell, auch wenn es dann vielleicht nicht die besten Entscheidungen sind. Aber Hauptsache, ich habe erstmal das weg. Weil diese Ungewissheit, bevor eine Entscheidung getroffen wurde, die finde ich teilweise unerträglich. Also zumindest das erkläre ich mir mit meinem Autismus. Weil für mich müssen die Sachen einfach strukturiert sein. Wenn sie nicht strukturiert sind, habe ich damit ein Problem. Oh, Lensaya kennt das auch mit der Ungewissheit.
Aber wenn ich vor einem Regal mit Squishy stehe und mich für einen alleine entscheiden muss, könnte ich direkt weinen. Ja, Lensaya, das kann ich verstehen. Oh no, habe ich mich selber in die Luft gejagt. Okay. Und nochmal. Hier muss ich wieder so eine Bombe werfen. Hat funktioniert. Schön. Also ich muss jetzt hoch auf den Berg, um dort mit der Fee zu sprechen. Die gibt mir nämlich Magie. Okay, Fafuzu, jetzt geht anscheinend bei dir Twitch wieder. Alles klar. So. Hier haben wir jetzt so ein... Ich habe immer gedacht, das ist ein Meteoritenhagel als Kind. Tatsächlich scheint das aber der Vulkan zu sein, der ausbricht. Also der quasi so Steine und Lava und Magma spuckt. Das habe ich als Kind nicht verstanden. Ich dachte immer, das sind Meteoriten, die runterfallen. Aber ist es offensichtlich nicht. Svea Marina sagt, hab im Juli Betriebsausflug. Das ist für mich im Kopf schon jetzt eine Katastrophe. Kann ich verstehen? Ich würde nicht mitmachen, muss ich ehrlich sagen. Also so ein Betriebsausflug prinzipiell ist für mich gar nicht denkbar. Also ich fahre wohl manchmal auf so eine wissenschaftliche Konferenz, um da einen Kurzvortrag zu geben. Aber da habe ich ja meine Mutter als Begleitung mit. Und ich mache bei diesen ganzen Aktivitäten wie Teambuilding-Maßnahmen und so, bin ich eigentlich nicht dabei. Okay, Lensaya sagt, also kommt darauf an, um welche Art von Entscheidung es geht und in welcher Situation es ist, wie ich es empfinde. Okay, also situativ verschieden so gesehen. Verstehe, verstehe. So, erstmal die Skulltulas hier wegscheißen. Schießen. Skulltulas wegscheißen. Lol. Versprecher. Wegschießen. Zack. Und da oben ist auch noch einer. Ja, wer hatte ich doch noch im Kopf. So, und jetzt kann ich hochklettern. Okay, Denkwelle sagt, Ungewissheit mag ich auch gar nicht. Zum Beispiel nach einer Klausur, wenn man die Note noch nicht kennt, hätte lieber sofort Gewissheit und dafür eine schlechte Note. Das kann ich total verstehen. Ich weiß noch, als ich damals meine Masterarbeit abgegeben habe, ich hatte damals quasi mit meinem Betreuer ausgemacht, dass ich sehr schnell die Note kriege, weil ich halt dann gar nicht schlafen kann und so. Ich habe wirklich 10 Tage oder so, so lange hat es gedauert. Vielleicht waren es auch ein paar weniger, 7 oder so, ich kann es nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, so lange, wie ich die Note nicht hatte, lag ich nur in der Ecke. Ich habe quasi nicht mehr gesprochen, ich habe nichts gegessen, gar nichts. Dafür kann der Betreuer natürlich überhaupt nichts. Aber mir ging es echt schlecht. Ich hatte echt einfach Panik. Weil es für mich so eine Ungewissheit war. Da hing ja alles dran. Da hing dran, kann ich meinen Job antreten? Wie geht's weiter? Und so weiter. Da hing ja alles dran. Und das war einfach für mich unglaublich schwierig. Ja, Michael Wüst sagt, ich mag keine Ungewissheit, weil das Situationen sind, die sich meiner Kontrolle entziehen. So empfinde ich das auch. Tatsächlich. Lensaya, das kann ich verstehen, dass auf die Abi-Noten zu warten eine Qual war. Tatsächlich habe ich früher auch immer, also ich fand es früher ganz schrecklich, das muss ich sagen. Wenn ein Lehrer reinkam, also es gab die Klausuren an dem Tag zurück, aber man hat erst die Klausur besprochen und dann gab es sie zurück. Die Lehrer haben immer gesagt, wenn ich sie euch jetzt zurückgebe, dann hört ihr euch die Besprechung nicht an. Nein, es war genau andersrum. Ich konnte mich nicht auf die Besprechung konzentrieren. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe nur auf meinen Tisch geschaut, hin und her gewippt und ich bin innerlich quasi gestorben. Das ging überhaupt nicht. Also ich bin innerlich zerbrochen quasi. Jetzt seht ihr da den grünen Balken, der dazu gekommen ist. Das ist die Magie. Jetzt fliege ich noch eben nach unten und dann mache ich aus. Weil hier kann man jetzt ein Herzteil noch mitnehmen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ja. Ja, voll viele sagen jetzt hier, konnten sich auch nicht auf die Besprechung konzentrieren, dass das grausam ist. Ich weiß gar nicht, woran das Lehrer festgemacht haben, dass es angeblich so ist, dass wenn man direkt die Arbeit zurückgibt, dass man dann der Besprechung nicht zuhört. Hatten die dafür wissenschaftliche Evidenz oder so? Vielleicht gibt es dafür ja was. Vielleicht gibt es dafür ja sogar was für neurotypische Menschen, weiß ich nicht.
Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass das für mich ganz, ganz schlimm ist und ich dann überhaupt nicht zuhören kann. So, hier runterspringen, hier kriegt man nämlich ein Herzteil. Guck da, da ist eine Kuh und daneben ist ein Herzteil. Zack. Oh, ich habe ein anderes Herz verkomplettiert. Guckt, jetzt haben wir 6 Herzen, weil ich 4 Herzteile gefunden habe offenbar. Ich kann mich nur noch an 3 erinnern. Naja, egal. Wir haben 4. Okay, Leute. Jetzt werde ich aufgehen. Es war ein schönes Live mit euch. Wir haben uns schön ausgetauscht. Danke, dass ihr da wart. Vielleicht machen wir später oder morgen weiter. Das war sehr schön.